Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial. Mein Name ist Konrad und ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie man das Programm QGIS herunterladen und installieren kann und dann auch schon die ersten Basics zeigen, wie kann ich eine Google-Karte in meine Layer importieren oder auch die offiziellen Befliegungsdaten von den jeweiligen Bundesländern nutzen. Und das Ganze möchte ich euch jetzt erstmal in den ersten Schritten zeigen, also lasst uns direkt starten. Um jetzt QGIS herunterzuladen, nutzen wir einfach irgendeinen Browser, den man installiert hat. Ich nehme in diesem Fall einfach mal Microsoft Edge, gehe bei Google rein und gebe dort QGIS ein. Nun findet man gleich schon als ersten Link das QGIS-Projekt und wenn man hier auf QGIS Download klickt, kommt man schon direkt auf die Download-Seite. Und wenn man hier diesen dicken grünen Button anklickt, startet schon der Download automatisch. Hier kommt dann immer so eine vielen Dank-Nachricht. Aber hier oben parallel läuft dann oder irgendwo im Hintergrund läuft dann der Download. Und das warten wir jetzt mal ab, lassen das runterladen und dann installieren wir das Ganze. Wenn wir dann QGIS heruntergeladen haben über unseren jeweiligen Browser, können wir es hier installieren. Ich öffne hier mal die Datei und muss hier die Lizenzbedingungen akzeptieren. Klicke mich dann hier durch und sage okay. Jetzt einmal kurz alles installiert. Es gibt bei QGIS immer verschiedene Versionen oder es gibt ständig neue Versionen vielmehr. Und es ist so, dass sich das, glaube ich, fast monatlich gibt es neue Versionen von QGIS und wir brauchen aber nicht jedes Mal eine neue Version installieren. Also es reicht, wenn wir jetzt diese Version installieren, dann kann man damit Ewigkeiten lange arbeiten. Also ich arbeite mit meiner aktuellen Version, glaube ich, mindestens 2 Jahre schon jetzt. Und es ist kein Problem, auch diese Version zu nehmen. Es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, sogenannte Long-Term-Release-Version, also LTR hieß es dann immer hinter. Da steht dann immer QGIS und dahinter steht LTR. Und diese Versionen, die waren sozusagen langfristiger angelegt. Aber es ist im Grunde kein Problem, die Version, die wir jetzt installieren, auch lange zu nutzen. Also ich kenne Leute, die nutzen ihre QGIS-Version seit 6 Jahren. Das ist überhaupt kein Thema. Nur mal so zur Info, dass man sich nicht wundert, dass es wieder ein neues Update gibt und wieder ein neues Update und wieder und so weiter. Von daher können wir da mit dem aktuellen super arbeiten. So, er legt jetzt hier noch die Ordner an und dann sollte er hoffentlich auch gleich soweit sein. Yep. Und jetzt gibt es auf dem Desktop hier bei mir einen Ordner, der heißt in diesem Fall QGIS 3.3.4, 3.3.4.1, so meine ich. Und hier, das ist eigentlich egal, welche Version da steht, das liegt daran, welche ihr installiert. Hier gibt es dann das Symbol, die Verknüpfung QGIS Desktop, das ist eigentlich das Wichtige, was wir brauchen. Das öffnen wir jetzt mit einem Doppelklick. Jetzt wird es wieder etwas dauern. QGIS braucht immer ein bisschen beim Laden. Je mehr Dateien auch hinzugefügt werden, desto länger dauert das Laden auch. Aber andersrum, man hat halt auch so viele Elemente dann irgendwann darin und alle Informationen in diesem einen System, dass ich denke, dass es vollkommen gerechtfertigt ist. So sieht das Projekt dann im Leerzustand aus. Er lädt jetzt noch mein altes Projekt. Das werde ich mal eben... Oder ich werde gleich ein neues anlegen. Ich habe so eingestellt im Hintergrund, dass er einmal, dass mein eigenes Projekt sozusagen direkt lädt. Das kann man alles in QGIS einstellen. Dass er das Projekt sofort lädt. Sonst fragt er immer, welches Projekt möchtest du öffnen? Und da ich eigentlich sonst nur eins habe, reicht es mir, wenn das da ist. So sieht QGIS aus, wenn man das erste Mal öffnet. Es ist einfach nur... ja, ein Bildschirm mit weißen Fenstern, also nicht wirklich interessant. Und wir müssen es jetzt natürlich dann mit Daten und Informationen füllen. Und man sieht auf der linken Seite dann ein Layer-Fenster hier. In der Mitte ist dann nachher das Navigationsfenster, wo wir alle Informationen finden. Und wir fangen jetzt mal an, den ersten Layer zu importieren. Und dafür gehe ich hier unten auf den Tab Browser
Und hier gibt es jetzt dann eine Spalte, die heißt XYZ-Tiles oder ein Ordner ist das. Und wenn ich den anklicke, dann gibt es hier verschiedene Karten schon vorgeschlagen. Und ich klicke jetzt hier mal auf Google Hybrid mit Doppelklick drauf. Dann sehe ich hier schon, ist jetzt meine Google-Karte geladen. Und ich kann zum Beispiel jetzt hier auf Layer klicken. Dann sehe ich, ich habe die erste Ebene hinzugefügt. Yay! Und damit kann ich jetzt schon super arbeiten. Und habe hier schon mal ein Satellitenbild. Das ist ja schon mal die Voraussetzung, dass ich überhaupt weiß, wo ich bin. Kommt das alles hin, was ich da mache? Um jetzt zum Beispiel auch Daten vom Land MV importieren zu können, kann ich hier bei Google, ich gebe das nochmal neu ein, google.de, gebe ich zum Beispiel Geodaten MV ein. Und da kommt man automatisch aufs Geoportal. Und hier gibt es dann einen Reiter, der heißt Geo-Webdienste und darunter dann Fachthemen. Und wenn ich hier raufklicke, finde ich ganz viele verschiedene Fachthemen. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte erstmal ein Luftbild der offiziellen Befliegung haben. Und hier gibt es dann tausende verschiedene Unterordner sozusagen oder Produkte. Und ich sage jetzt mal, ich suche das immer die WMS-Layer hier, digitale Orthofotos. Hier klicke ich einmal drauf, dann öffnet der sich und man sieht hier rechts auch schon eine Vorschau. Das heißt, ich kann jetzt hier schon mal sehen, okay, wie wird das Bild, was lade ich da genau runter? Ist das ein Satellitenbild? Es kann auch ein CIR-Foto sein. Das könnte ich hier auch mal kurz zeigen. Das heißt, das ist dann ein Infrarot, also ein Foto mit Infrarot, wo der Infrarotkanal mit gespeichert wird. Das ist eigentlich nur interessant für Vegetationsmassebestimmung. Der eine oder andere von euch hat vielleicht schon mal was vom NDVI gehört. Und dazu gehört halt auch dieser ähnliche Wert. Also man hat dann auch die nahen Infrarotdaten dabei. Ich fange jetzt hier aber erstmal mit dem normalen Orthofoto an. Und um diesen Dienst jetzt in QGIS zu implementieren, kann ich hier diesen URL-Link kopieren. Und zwar indem ich den Link einfach rechts anklicke. Nicht links, nur rechts. Und dann hier auf Link kopieren klicke. Jetzt haben wir den in die Zwischenablage kopiert. Jetzt gehe ich wieder zurück zu QGIS und klicke hier oben auf den Button Datenquellenverwaltung öffnen. Und hier gibt es dann, ich würde es wahrscheinlich so sein, ich weiß es nicht genau, wieder ein Menü und in dem gibt es hier verschiedene Layer, die ich hinzufügen kann. Also Vektor, das ist sowas wie eine Shape-Datei, ist ein Vektor-Layer, ein Raster-Layer wäre ein Bild zum Beispiel. Und aber auch ein WMS-Layer, das sind also Online-Layer, die ich laden kann. Hier klicke ich jetzt auf Neu, bei euch wird das hier wahrscheinlich leer sein. Und kann hier oben als erstes einen Namen eingeben. Das ist vollkommen egal, wie das Ganze heißt. Ich nenne es jetzt mal Orthofoto MV. Und kann dann hier in dem Link-Fenster sozusagen diesen Link einfügen, den wir eben kopiert haben. Klicke dann einfach auf OK, ich brauche keine Authentifikation oder sonstiges. Und nun ist hier ein neues Dropdown-Menü entstanden. Jetzt klicke ich hier auf Verbinden. Dann lädt es kurz und dann kann ich hier schon sehen, was dieser Dienst mir sozusagen anbietet. Und ich möchte jetzt dieses digitale Orthofoto haben. Klicke dann einfach hier auf Digitale Orthofotos, MVDOP. Und klicke dann hier unten auf Hinzufügen. Jetzt sieht man schon im Hintergrund, hat er das neue Satellitenbild geladen. Das kann ich jetzt mal schließen. Und jetzt sehe ich, dies ist jetzt die offizielle Luftbefliegung vom Land MV. Und wenn ich das ausschalte hier oben mit dem kleinen Haken, sehe ich die Google-Karte darunter. Also man muss sich vorstellen, QGIS arbeitet so, dass es mit Layern arbeitet. Also wie viele andere Programme auch. Wer sich mit Bildbearbeitungsprogrammen oder sonstigen auskennt, der kennt das. Das ist in Ebenen gestaffelt sozusagen. Also man kann sich das vorstellen wie ein Block Papier. Und alles, was unten liegt sozusagen, ist dann nicht mehr sichtbar, wenn was da drüber liegt. Und genauso ist es hier bei QGIS auch. Wenn hier verschiedene Layer sind, so wie in diesem Fall, jetzt ist der Google Layer momentan nicht zu sehen, weil die Orthofotos es überdecken. Wenn ich die jetzt ausschalte, sehe ich die Google-Karte. Also ist eigentlich ein ziemlich einfaches Prinzip.
Aber ja, es ist, man muss es einmal wissen, warum man mal auch einen Layer nicht sieht. Wenn er dann verdeckt ist von jemandem anders, dann weiß man das irgendwann, woran es lag. Aber am Anfang kommt man vielleicht nicht immer drauf. Bevor man nun anfängt, hier tausende Layer zu importieren, würde ich immer vorschlagen, dass man sich eine gewisse Ordnerstruktur herstellt. Also dass man sagt, wie möchte ich meine Daten strukturieren? Man könnte zum Beispiel die Satellitenbilder in einen Ordner packen, dann macht man einen Betriebsordner und sagt Betrieb 1, Betrieb 2, Betrieb 3, wenn das notwendig ist. Oder man sagt nur den einen Betrieb und darunter die Flächen. So wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, sich erstmal eine Struktur anzulegen. Und ich habe das in diesem Fall bei mir zum Beispiel so, dass ich hier einen Ordner mit Ortho-Fotos angelegt habe. Und hier ist jetzt schon automatisch das digitale Ortho-Foto eingefügt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Google-Karte, man sieht es, dass es hier eingerückt ist. Deswegen sieht man daran, dass dieses Bild sozusagen mit zum Ordner Ortho-Fotos gehört. Und wenn ich jetzt diese Google-Karte auch dort einfügen möchte, in diesen Unterordner, klicke ich diese Karte an, halte sie mit der linken Maustaste gedrückt und schiebe dann einfach die Karte entweder auf dieses Quadrat, also auf den Überordner, dann bildet sich ein schwarzes Quadrat darum. Oder wenn ich diesen schwarzen Balken darunter sehe, kann ich es auch direkt da reinschieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass aber die Google-Karte unterhalb des anderen Layers liegt, dann schiebe ich sie unter den Balken. Und so weg sieht man auch automatisch, ändert sich sofort die Anordnung hier und auch das Bild ändert sich. Jetzt könnte ich noch einen neuen Ordner anlegen, zum Beispiel mit dem Namen Flächen. Der ist jetzt natürlich hier reingerutscht mit. Der Ordner entsteht immer dort, wo ich, oder ein, der Ordner entsteht als Unterordner dort, wo ich sozusagen den Ordner angeklickt habe oder auch ein Feld. Also wenn ich jetzt hier Ortho-Fotos anklicke und auf neuen Ordner gehe, entsteht ein Unterordner im Ortho-Fotos-Ordner. Den möchte ich jetzt aber darüber schieben und schiebe den über den Ortho-Fotos-Ordner. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine neue Fläche anlegen möchte, klicke ich die Flächen-Ordner an und klicke nochmal auf neuen Ordner. Dann merkt man hier schon Subgroup und ich nenne den zum Beispiel Bentwisch. Und jetzt kann ich in diesem Fall auch schon eine Shape-Datei einfügen. Die kann ich mir mal eben raussuchen. Und zwar ist die hier. Haben wir verschiedene Shape-Dateien. Und es ist so, dass wir immer nur die SHP-Endungsdatei sozusagen, die wollen wir importieren, nicht alles andere. Wir müssen zwar alle anderen Dateiendungen hier im Ordner haben, also zumindest die DBF, die SHX und die PRJ, glaube ich, und die Shape natürlich dazu, aber zum Importieren in QGIS brauchen wir nur die SHP-Datei. Diese halte ich jetzt einfach gedrückt und ziehe die in QGIS direkt rein. Jetzt ist die Fläche direkt hier in den Ordner sortiert worden, direkt richtig sozusagen in die Fläche Bentwisch, weil ich vorher diesen Ordner angeklickt hatte. Wenn ich jetzt auch eine weitere Fläche importieren möchte, nehme ich mir wieder die Shape-Datei zum Beispiel und ziehe mir die hier rein. Jetzt ist die zweite Fläche hier dabei. Ich kann die Flächen auch noch anders importieren, und zwar indem ich hier oben auf die Datenquellenverwaltung klicke, da wo wir vorhin auch schon waren, und kann jetzt hier auf diese drei Punkte klicken und suche mir dann in dem Ordner hier einfach die Fläche raus, die ich öffnen möchte. Auch wieder die Shape-Datei, klicke auch auf Öffnen. Jetzt zeigt er mir hier nochmal eine Vorschau an von den Dateien bzw. den Attributen, die in dieser Datei hinterlegt sind. Ich lasse das jetzt alles mal so und klicke direkt auf Hinzufügen. Und jetzt ist die Fläche hier direkt hinzugefügt worden. Zum Beispiel könnte ich der jetzt auch noch einen Ordner zuweisen und die Fläche jetzt hier direkt reinschieben. Wenn ich jetzt zu der Fläche hinspringen möchte, kann ich entweder eine Fläche einzeln anklicken, klicke dann rechts auf die Maustaste und sage auf Layer Zoom. Oder ich kann auch sagen, ich möchte zum Beispiel, hier wäre es vielleicht besser, genau,
dann zoomt er nur auf die eine Fläche. Wenn ich aber beide Flächen oder die in diesem Ordner enthalten sind, springen möchte, kann ich auch auf die Gruppe direkt springen, indem ich auf den Ordner klicke und sage zur Gruppe zoomen. Dann zeigt er mir beide an. Jetzt wird jede Fläche, die importiert wird, in verschiedenen Farben dargestellt. Man sieht das hier ganz gut. Es sind jetzt drei verschiedene Farben. Das ist ganz normal. Also das ändert sich auch immer wieder. Wenn ich die Flächen jetzt neu hinzufüge, dann könnte das jetzt hier blau sein oder türkis oder ist völlig egal. Da gibt es verschiedene Farben. Und wenn ich jetzt diese Fläche zum Beispiel auch mal sehen möchte und nicht nur diese schöne bunte Markierung, dann mache ich es immer so, dass ich die Farbe entweder ändere oder die Flächenfüllung rausnehme. Und um das zu machen, kann ich auf die jeweilige Fläche doppelt draufklicken einfach. Dann öffnet sich ein neues Fenster und ich kann hier auf dem Reiter Symbolisierung auf die einfache Füllung klicken. Also hier steht dann Füllung, einfache Füllung. Und hier könnte ich zum Beispiel auf diesem kleinen Pfeil die Farbe ändern, wenn ich das möchte. Klicke hier mal auf Anwenden, dann wird sie rot. Das ist nur natürlich meistens hinderlich, weil ich die Fläche einfach nicht sehe. Und wenn ich dort mal das Hintergrundbild sehen möchte, wird das eher schwierig. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich hier oben auf transparente Füllung gehe, also gar keine Füllung habe. Und aber diese Strichfarbe hier dann ändere, wie ich das möchte. Wie möchte ich meine Feldgrenze dann also sehen? Zum Beispiel grün. Kann die Linie noch etwas dicker machen hier. Und klicke dann mal auf Anwenden. Jetzt sehe ich, die Fläche ist grün, beziehungsweise die Grenze und die Fläche ist aber trotzdem sichtbar. Nun kann ich zum Beispiel auch diesen Stil hier kopieren. Wenn ich rechtsklick auf die Fläche jeweils draufklicke, Stil kopieren und klicke dann auf Symbolisierung und könnte die nächste Fläche, die ich vielleicht genauso haben möchte oder alle Flächen, die ich so haben möchte, könnte ich hier mit Rechtsklick auch wieder auf die neue Fläche, Stile einfügen und Symbolisierung. Jetzt zoome ich mal zu der Fläche hin. Jetzt hat sie genau die gleiche Formatierung übernommen wie die davor. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte alle meine Flächen in dieser Farbe haben. Das heißt, ich kann einfach den Überordner anklicken, klicke dort rechts drauf und klicke dann auf Stil einfügen. Und jetzt habe ich alle Flächen, die in diesem Ordner Flächen vorhanden sind, sind alle gleich. Ein Hinweis allerdings noch, wenn ich jetzt hier diese Fläche ändere, von der ich diesen Stil kopiert habe vorhin, ist es nicht so, dass sich diese Farben alle anpassen, sondern die Flächen bleiben dann gleich. Also das ist eine einmalige Kopie der Farbe. Das soll es erstmal fürs Erste gewesen sein. Ich denke, für den Anfang reicht das erstmal. Ihr habt gelernt, wie man QGIS herunterladen und auch installieren kann und wie wir die ersten WMS-Layer oder auch Shape-Dateien importieren können und ja, wie man die schon etwas anpassen kann. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass man sich eine Ordnerstruktur vielleicht schon mal vorab überlegt, wie möchte ich meine Daten sortieren. Das hat ja jeder anders im Kopf oder jeder macht es anders. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, finde ich, das von vornherein zu machen. Wie strukturiere ich auch meine Daten auf dem Rechner, um dann sie auch nachher strukturiert wiederzufinden. Und wenn ihr trotzdem Fragen oder Probleme habt bei der Installation oder sonstigen Sachen, dann schreibt mir gerne einen Kommentar unten hier bei YouTube oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram @konradharward. Und ich denke, wir werden auch weitere Tutorials machen zum Thema QGIS oder auch andere GIS-Systeme, wo es dann darum geht, wie vertiefe ich mein Basiswissen, wie kann ich zum Beispiel eigene Luftbefliegung, Drohnenbefliegung importieren, wie kann ich aber auch Sentinel-Bilder, also NDVI-Bilder zum Beispiel erstellen und damit arbeiten. Und wie kann ich dann auch aus solchen Sachen zum Beispiel Applikationskarten erstellen und damit dann meinen Düngerstreuer oder meine Spritze steuern. All diese Themen werde ich dann in weiteren Tutorials gerne aufbereiten, wenn ihr das mögt. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir einen kleinen positiven oder auch negativen Kommentar hinterlasst. Auf jeden Fall sehen wir uns in einem nächsten Tutorial vielleicht. Bis dann!